Servus meine Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute erkläre ich euch, wie man Werbeplakat installieren kann. Ich finde es einfach nur mega, mega geil. Und zwar, wenn ihr online, offline vorbeifährt, steht immer groß und fett GTA 5. Alter, ist das geil. Ja, einfach hier draufklicken. Ich habe das gerade runtergeladen. Und zwar einfach jetzt hier öffnen und hier steht jetzt, wie es geht. Und zwar markieren wir das mal alles. Ungefähr das ist der Schritt. Und zwar braucht ihr noch einen bestimmten Programm. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Einfach rechtsklick und ausführen. Dann auf Ja oder öffnen. So, jetzt auf Windows. Okay. Dann hier oben draufklicken auf Ja. So, der erste Schritt ist jetzt 64i. Das ist ungefähr hier. Das ist nach A, B, C gemacht. Draufklicken. Levels. GTA 5 ganz nach unten. Wieder noch ganz nach unten. Nummer 22. Das ist hier. Gut. Dann ist man hier mit dem Text fertig. Jetzt ist sehr wichtig, wir machen jetzt einen Sicherheitsordner, wenn was doch schief geht. Der nimmt ja zum Beispiel, wie ich jetzt GTA 5, Plakat, Wärmplakat oder Sicherheitskopie und was weiß ich, ja. Gut. Das öffnen wir jetzt auch noch. Der erste Schritt ist jetzt, wir ziehen es erstmal auf den Desktop. Gut, das hat jetzt hier L. Ja, L. Das ist sehr wichtig. Wir gucken jetzt hier, wo ein L ist. Jetzt bin ich aber wieder zurückgerutscht. Wartet kurz. So, jetzt bin ich wieder drin. L. Hier ist L. Rechtsklick und einfach hier bei euch eine Sicherheitskopie einfügen. So, jetzt gehst du einfach auf den Plus, auf den Desktop und auf die Datei. Fertig. Der nächste Schritt. Mülleimer erstmal. Nimm das nächste auf den Desktop. Guckt wieder ab hier B. Einfach immer gut gucken. Das ist sehr wichtig. Guckt ihr zum Beispiel falsch und installiert das Falsche rein. Zum Beispiel löscht zum Beispiel das hier. Ja. Und dann habt ihr ein Problem. Dann kann es sein, dass GTA 5 stürzt ab oder GTA 5 tut sich nochmal neu installieren. Das dauert ungefähr 20 Minuten, eine Stunde ungefähr. Ja, das wollen wir ja nicht. Deswegen immer eine Sicherheitskopie machen. Und immer gucken, was ihr draufklickt, was ihr löscht oder was weiß ich. Immer, immer gucken. Und das sage ich jedes Mal beim Video. Immer gucken. Gut, B. Dann hat er hinten eine 2. Und zwar ist es dann ungefähr das hier. Muss es sein. Einfach, wie gesagt, nochmal draufschauen. Draufklicken hier. Ja, 2b. Zum Beispiel, das war es jetzt nicht. Das war das Falsche. Guck mal. Habt ihr gesehen? Ich habe das Falsche installiert. Hier ist es. Genau. Hier ist es. Sehr wichtig. Wie gesagt, Rechtsklick. Einfügen. Wieder auf den Plus. Desktop. Draufklicken. Öffnen. Fertig. Habt ihr jetzt alles installiert? Ja, alles installiert. Dann einfach oben zumachen, das Mülleimer rein und jetzt einfach GTA 5 starten. Das war's, meine Freunde. Wollt ihr noch mehr sehen über Mods, egal was, schreibt's in die Kommentare, meine Freunde. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich mehr freuen, wenn es euch hoffentlich gut erklärt hat. Und zwar auf meinem zweiten Kanal dreht sich auch alles rund um Games. Ihr könnt mir Vorschläge machen, was ich auf meinem zweiten Kanal zocken soll. Auf meinem zweiten Kanal dreht sich zum Beispiel alles über Forest, Minecraft, GTA 5 und ich zocke sehr viele Spiele mit euch, zum Beispiel FIFA 15 und so weiter. Schaut vorbei, meine Freunde, mich wird's mehr freuen. Haut rein und viel Spaß mit dem Mod. Peace!